Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück hier bei Jurassic Park Evolution. Return to Jurassic, also Jurassic World Evolution. Return to Jurassic Park. Ihr merkt es an der Stimme, ich bin immer leicht angeschlagen. Letzte Folge haben wir einen kleinen Abbruch gehabt. Habt ihr gemerkt, dass plötzlich das Ganze ein bisschen schneller zu Ende war als geplant? Fehlen sie 10 Minuten lang Stromausfälle. Genau, in diesen 10 Minuten, die uns da verloren gegangen sind, habe ich aber nur dieses Hotel gebaut und die Lichter wieder neu gemacht. Ansonsten haben wir nichts geändert. Die Lichter warten hier jetzt auch noch auf uns. Genau, wir müssen jetzt hier erstmal brav alles erforschen, was wir hier so gefunden haben. Und unsere Leute auf Expeditionen schicken. Gott sei Dank, den brauchen wir. Haben wir schon. Genau, Getränkebewertung. Ja, ja. Also gut, jetzt bauen wir erstmal die Lichter hier hinten fertig. Und dann gucken wir mal weiter, ne? Dann gucken wir mal weiter. Was hier noch alles auf unsere Gäste und auf uns zukommt. Wir müssen da ja eigentlich auch wieder die Schilder jetzt dann aufbauen oder reinstellen, dazustellen, wo es lang geht. Aber wichtig ist halt, dass unsere Gäste einen Überblick oder ein bisschen Licht bei Nacht haben. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und das bis zu den Toiletten hinter, ne? Wir sind ja umrundet von Dinosaurier. Was ich mich das mal gefragt habe, oder was ich mir gerade denke, ich habe noch nie geschaut, was die Leute eigentlich tragen. Ob diese Kleidung an das damalige Jahr angepasst worden ist. Denkt ihr es vielleicht komisch, aber auch. Ich weiß ja, dass es zum Beispiel schwule und lesbische Pärchen gab im Spiel. Würde mich jetzt gerade auch interessieren, ob die hier im Game auch noch vertreten sind. Also jetzt da, nach dem Update. Oder ob das zurückgegangen ist. Weil zum damaligen Zeitpunkt war es ja noch nicht so alles so schön, wie es heute ist. Gut, nicht, dass sie denken, dass ich. Oh, nice. Nicht, dass ihr jetzt meint, dass ich dagegen bin. Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin da komplett dafür. Jeder darf lieben, wen er liebt. Wenn es ein Baum ist, dann ist es ein Baum. So. Mir ging es nur darum, dass mich interessiert. Das ist übrigens das Hotel, das wir gebaut haben. Schaut sehr, sehr cool aus. Noch nicht rausgefunden. Ja, da ist unten ist der Check-in drin, oder? Ja, oder schwarz. Schade. Schade, hätte mich interessiert, was man da alles so sehen kann. Normal müssten wir eigentlich noch ein Hotel irgendwie da rausbauen. Das wäre halt schon cool. Das ist generell cool. Ich meine, hier schon. Wann kommst du dem Brachiosaurus so nahe? Du hast die Möglichkeit, dass du hier bist. Ich weiß gar nicht, ob du da runter siehst. Doch hier siehst du ins Tal rein. Alter, das ist ein richtig schöner Anblick. Gut, viele verziehen sich halt jetzt auch. Das haben wir schon festgestellt. Ja, die Lophosaurier chillen alle hier vorne im Eck zu viert. Nice, mega cool. Fossilien sind wieder da. Zack, zack, alles erforschen und dann schicken wir euch gleich wieder zurück auf Expedition. Bringt uns Dinosaurier. Grabungsstätten. Paläontologie. Prozent, genau. Ich wollte hier noch. Also hier kommt das Aviarium noch hin. Ich wollte hier unten noch einen zweiten Komplex reinbauen, gell? Hotelmäßig und Landschaftsgestaltung. Braucht man natürlich jetzt hier erstmal den kurz. Folgen übrigens immer noch. Reduziert auf 15 Minuten. Ich krieg privat aktuell leider nicht, absolut einfach nicht mehr hin. Ist einfach ein Fakt. Also geht einfach nicht anders im Moment. Genau, und diese Route hier ist zwar schön, dass sie existiert, aber tschüss.
Wobei mich das ja gerade hier auf eine Idee bringen würde, gell? Muss ich gestehen. Nee, nee, das haut nicht hin. Ich glaube, ich glaube, dass sie irgendwie hier reinfahren könnte oder hier starten könnte. Was man praktisch hier, wobei doch hier und dann hier rum. Weiß nicht, ob das geht. Hier ist eine, ah, das ist eine Betontourstrecke. Aha. 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 Gallimimus. Ich würde sagen, sonst sterben nämlich die Gallimimen hier unten weg. An alter Schwäche. Ja. Ich würde nur interessieren, ob man es schafft, dass man hier startet. Wisst ihr, was ich meine? Wieder aktivieren. Das war jetzt nur hier gerade so eine Idee, die wir gehabt haben, oder die ich gehabt habe. Ich studiere Dinosaurier, seit ich ein kleiner Junge bin. Meine Leidenschaft wurde zu meiner Karriere. Jetzt bin ich hier im Jurassic Park und hinterfrage alles. Dieser neue Auftrag könnte ein paar Antworten liefern. Von dem wir noch existieren. Das ist aber ein Parasaurolophus, der da gestorben ist. Das ist nicht so nice. Bringt uns mal zwei, Freunde. Aha, guck mal. Schon klar, dass da der Weg fehlt. Bin nicht bescheuert. Ich muss dennoch erstmal hier kurz Tourroute bearbeiten.
Das ist gerade die Frage, ja. In welche Richtung der fährt. Und wenn er zum Beispiel hier rausfahren würde, müssten wir auch hier zum Beispiel das Schild, den Jurassic Park-Ding so hinmachen, weißt du? Aber es ist eigentlich eine süße Idee, dass man einmal vom Hauptgebäude rumfährt. Eigentlich. Vielleicht sollte man noch zwei Touren machen. Fleischfressertour hier durch. Und die Pflanzenfressertour. Bin gerade ein bisschen, ihr merkt selber, ich bin gerade ein bisschen mit fragender Haltung hier unterwegs. Ich hätte halt gern, wie soll ich sagen, so eine bisschen eine andere Tour. Und irgendwie auch die Tour, die hier ursprünglich mal vorbeigegangen ist. Da fehlt dieses. Wir fahren jetzt in Jurassic World raus, weißt du? Fehlt mir da. Jawohl. Wir haben einen neuen Bauauftrag. Das ist kein Befehl, eher eine Empfehlung. Ja, wir haben da hinten denselben Fehler, da haben wir nämlich auch plötzlich kein Ding mehr. Oh Mann. Das ist doch Kacke. Pass auf. Tourroute bearbeiten. So, letzter. Das funktioniert's. Was? Jawohl. Er wurde einfach zerstört. Sie haben ihn einfach zerstört. So, pass auf. Dann machen wir jetzt hier mal kurz.
Aufnahmemodus. Die neue Jurassic Park Tour. Kurz sagen. Bei der man mehr sieht. Oder mehr sehen soll. Drücken wir so aus.